Schalom und Schalämmchen zu einer besonderen Special-Ausgabe von Unorthodox, der jüdische Podcast für Unschlüssige mit meinem Kollegen Matwey und mit mir Self. Wir haben uns für heute was ganz Besonderes überlegt und ihr fragt euch mit Sicherheit, warum. Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Das soll hier nämlich die letzte Folge vor der Sommerpause sein. Und daher wollten wir mal die erste Staffel von Unorthodox mal Revue passieren lassen. Genau, und wir haben 13 fantastische Folgen schon produziert, die ihr auch alle hoffentlich schon durchgesuchtet habt. Mit sehr wirklich spannenden Teilnehmern und sehr spannenden Gästen. Genau, und heute wollen wir deswegen ein bisschen den Blick zurückwagen, um zu schauen, was wir denn von den Leuten eigentlich alles erfahren durften. Ja, lieber Seif, jetzt mal so eine Frage. Ich weiß, es ist keine einfache Frage und es wird auch nicht einfach sein, sie zu beantworten, aber was war denn so die Folge oder vielleicht der Gast, der dir so am meisten in Erinnerung geblieben ist aus diesen 13 Folgen, die wir bislang aufgenommen haben? Durchaus schwere Frage, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich glaube, dass am zeitintensivsten tatsächlich, also deswegen war, ist es mir halt so im Kopf geblieben, war unsere Fahrt nach Frankfurt. Ja, definitiv. Wo wir mittags herum Moses Pelham besuchen durften und danach noch mit Hannah Arbeitmann gesprochen haben. Das waren so zwei Folgen, die wir halt in einem Rutsch, an einem Tag, in einem Ausflug produziert haben. Und deswegen würde ich sagen, ist mir das am stärksten im Kopf geblieben. Ja, das würde ich auch sagen. Also ich würde das zweiteilen. Ich würde sagen, einmal die Folge mit Moses Pelham, aus dem Grund, weil, naja, er ist ein bekannter Musiker, in Deutschland sehr bekannter Musiker. Und solche Menschen trifft man nicht unbedingt jeden Tag. Und daher war es was ganz Besonderes, bei ihm persönlich in seinem Büro zu sitzen und mit ihm zu quatschen, Kaffee zu trinken und auch offstage mit ihm ein bisschen zu reden, ein bisschen persönlich auch zu reden. Das war ganz toll. Absolut, ja. Ich glaube, die Antwort auf das, wonach du da fragst, ist Rabbiner David Kraus. Ich stehe mit ihm neben der Klagemauer in so einem Gewölbe. Und ich habe mit ihm in Jerusalem, keine Ahnung, 4-5 Tage verbracht. Waren an allen möglichen Gräbern, Orten und zu allem jede Geschichte und da war das und das, das und du musst wissen und so. Sehr, sehr intensive Erfahrung für mich. Wunderbare Gespräche, mich sehr, sehr geborgen gefühlt da und so. Aber es gibt zwei Sachen, die ich da besonders hervorheben möchte. Das eine ist dieser Moment in diesem Gewölbe neben der Klagemauer, wo der David sagt, guck mal, diese Stadt wurde immer wieder belagert, zerstört. Diese Mauer ist das Einzige, was davon übrig ist. Und die ist unzerstörbar. Und sagt er, hinter dieser Mauer steht Gott. Und ich habe Gänsehaut im ganzen Körper. Das war einfach ein Begriff, der da immer wieder fiel und mir auf diesem Wege irgendwie nahe kam. Und mich so ergriff, so hoffnungsvoll war, so sehr... so eine Superkraft. Wisst ihr, was ich meine? Und ich mache so Listen, allen möglichen. Also, als du mich vorhin fragst, ja, arbeitest du gerade an der Platte? Die Frage kann man so und so beantworten. Also, jetzt so konzentriert, nein. Aber ich arbeite insofern immer, als wenn mir was begegnet, ich es notiere. Und festhalte damit, wenn ich danach suche, weiß, wo es ist. Und so hatte ich auch eine Liste von bestimmt 2-3 Seiten mit möglichen Titeln des Albums. Und Imola war nur einer davon. Da waren schon auch andere schöne Sachen dabei, aber das ist halt einfach für mich das Schönste, Ergreifendste, dass ich auch an die ergreifendste und spannendste
Erkenntnis des Zeitraums, den so eine Platte ja immer abbildet. Ne? Das ist ja immer so, okay, was hat mich die letzten 3 Jahre besonders beschäftigt, dass es in, zu Stücken wurde. Ne? Das war so ein bisschen Abbild davon. Und auch ein bisschen der Geist, der diese Platte trug. Also ich kann mir auch heute keinen schöneren Namen dafür vorstellen. Ich sprach auch mit dem Rabbiner David Kraus darüber. Ne? Also als ich dieser Gedanke in mir so wuchs, was er davon hält. Ne? Oder er sagt, ja, würde ich vielleicht lieber nicht machen. Und seine Antwort war, ich halte das für eine gute Idee, Moses, denn du tust damit einen Dienst an deinem Nächsten, ne? Weil du ihn darüber, dass man fragen wird, okay, was heißt denn das, von dieser Superkraft wissen lassen wirst, dem eigentlich ein Tool gibst, nachdem er sich möglicherweise sehnt, ohne es zu wissen. Das ist was Gutes. Natürlich auch die Folge, das Gespräch mit Luisa Neubauer, denn auch sie, eine sehr bekannte Persönlichkeit in der deutschen Landschaft. Und mit solchen Personen, ja, wie gesagt, kommt man nicht jeden Tag ins Gespräch. Und daher war das auf jeden Fall sehr spannend und interessant, immer wieder gerne. Ich glaube, es gibt, wenn wir jetzt des Weiteren sozusagen über Religion im Allgemeinen sprechen, glaube ich, gibt es in den Religionen und im Glauben ein ganz großes Potenzial, dass Menschen zusammengebracht werden und Kraft finden. Wie gesagt, das brauchen wir für diese Krisen. Manchmal frage ich mich so ein bisschen, ob es auch ein Problem ist, dass zumindest Teile der großen Weltreligion uns ja sozusagen immer wieder eine Geschichte erzählen, in der es bald gut wird, wenn wir noch ein bisschen weitermachen. Also sozusagen, es kommt im Christentum spricht man von der Erlösung und dann irgendwann, ne, vom Paradies und so weiter und so fort. Und das ist eine Geschichte, die mich auf eine ganz skurrile Art und Weise auch manchmal an den Umgang mit der Klimakrise erinnert, indem wir auch uns immer erzählen, ja, wir müssen noch ein bisschen mehr machen und dann wird es aber gut werden, aber real werden die Emissionen immer schlimmer. Und ich frage mich, ob wir da manchmal was verwechseln, ob wir uns einen Gefallen tun würden, in der Klimakrise uns sagen, ein bisschen brutal und rebellant anzugucken und nicht die Geschichten, die wir uns als Menschen erzählen, die uns am Leben halten, die uns am Leben Sinn geben, die Gemeinschaften Sinn geben, die dem Treiben nach einer besseren Welt Sinn geben, verwechseln mit dem, was wir als Klimabilanz gerade erleben. Ob jetzt Fridays for Future eine neue Religion ist, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube aber, was wir sehen, ist, dass während sich ja tendenziell immer mehr Menschen von Religion, so klassische Religion, abwenden, trotzdem eine riesengroße Suche und auch eine Begeisterung nach ja, einer Gemeinschaft und einem gemeinsamen Wertefundament besteht. Und das, glaube ich, finden viele in der Klimagerechtigkeitsbewegung. Das ist wunderbar in meinen Augen. Und für jede und jeden gibt es dort einen Ort, was Sinnvolles zu tun. Und das, was ich aber befürchte oder was mich manchmal ein bisschen sorgt, ist, dass Menschen durch eine sagen Greenwashing-Industrie, durch ein wahnsinnig gutes Marketing das Gefühl bekommen, ihr Job wäre es, sich sinnvolle und nachhaltige Shoppinglisten zu schreiben und sich dann gegenseitig irgendwie fertig zu machen dafür, dass man irgendwann doch mal irgendwo den Flieger hingenommen hat, statt sich zu überlegen, okay, wie werde ich eigentlich zum Teil von denjenigen, die gemeinsam Druck aufbauen. Ja, und was für uns auch nachhaltig prägend war, war, glaube ich, das Gespräch mit Rabbiner David Kraus, den wir durch diesen Podcast eben erst kennengelernt haben, den wir dann auch noch zu Puri nach Düsseldorf geholt haben. Ja. Aber mit ihm haben wir halt nicht nur für den Podcast, sondern generell auch einen Freund gefunden, mit dem wir einfach auch nach den ganzen Podcast-Aufzeichnungen wirklich ein super Verhältnis haben. Und es macht einfach Spaß, mit ihm zu sprechen. Und auch die Folge über sein Leben, über seine Lebensgeschichte war einfach extrem spannend. Ich hatte wirklich eine traditionelle Erziehung genossen von zu Hause. Meine Eltern haben da großen Wert drauf gelegt. Aber das ist wie dieses schöne Nest. Das ist mein Nest, das ist mein Zuhause. Wow, hier bekomme ich
dieses tolle Essen, das ich esse und diese Wärme und diese Liebe und diese Geborgenheit. Aber ich bin der Vogel, der fliegt. Fliegt dahin, fliegt dorthin, schau mir mal den Baum an und gehe auch in dieses Baumhaus. Und das habe ich interessanter gefunden und empfunden. Und ich bin halt eben aufgewachsen in einem nicht-jüdischen Umfeld. Das bedeutet nicht-jüdische Schule, nicht-jüdische Freunde, nicht-jüdischer Fußballclub. Ich bin also zu Hause, habe ich die Tradition bekommen, aber in dem Moment, wo ich die Tür aufmache, erlebe ich eine ganz andere Realität. Und diese Realität hat mein Leben natürlich geprägt. Nachhaltig hat mich die Tradition geprägt, weil sie mich dann in dieses große Nest Israel manövriert hat. Aber das war sozusagen, denke ich mal, das Leben. Das Leben war einfach ein nicht-jüdisches Leben in einem nicht-jüdischen Umfeld. Immer wieder kommt dann die Frage, wie ich eben sagte, wer ist gestorben, verlassen, entlassen, irgendwas ist da passiert und dann natürlich ist irgendetwas passiert, das dein Leben auf den Kopf gestellt hat und auf einmal stehe ich Kopf, schaue links und rechts und hey, jetzt schaut die Welt gut aus. Wie ich gerade gestanden bin, hatte ich nicht wirklich so das Gefühl. Und was ich damit sagen will, ist, dass wenn ein Mensch am Boden liegt und dann bekommt er diesen Wow-Gedanken, dass ihm die Kraft gibt, eben nicht am Boden liegen zu bleiben, sondern ich habe da was gefunden, das mir so eine Kraft schenkt, um weiterzugehen. Das ist dieses Upgrade. Und ich bin natürlich auch hingefallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte, ich erlebte einen Angriff in Regensburg und da liege ich da mit gebrochenen Knochen. Und dann kam ein wundervoller Arzt. Sein Name, der passt in meine Geschichte, sein Name heißt Dr. Schrott. So heißt der wundervolle Arzt. Und er hat sich meinen Schrott angenommen und hat ihn nicht entwertet, sondern hat ihn recycelt. Und dann hat er zu mir gesagt, hey, deine Situation, dir bleibt eigentlich nur noch eins, beten. Und für viele wäre das jetzt der goldene Schuss gewesen. Jetzt. Für mich war er dann halt eben nicht. Sondern ich habe wirklich in den Himmel geschaut, durch die Krankenhausdecke hindurch. Neben den bereits erwähnten Persönlichkeiten, großen Persönlichkeiten, Menschen, die man auch in der Öffentlichkeit kennt, fand ich es auch sehr wichtig, den Menschen ein Sprachrohr zu geben, die ja nicht so bekannt sind, ja, wie unsere Gemeindemitglieder beispielsweise. Und nicht nur unsere Gemeindemitglieder, aber Menschen, die eben normalerweise nicht im Rampenlicht stehen und von ihrem Leben erzählen, hatten dann eben die Möglichkeit, von ihrem Leben zu erzählen, von ihrem jüdischen Alltag, sage ich mal. Ja, und das ist ja auch genau das, was wir mit diesem Podcast bezwecken wollen. Wir wollen Menschen, die irgendwie einen Bezug zum jüdischen Leben in Deutschland haben oder auch zu Israel, praktisch hier ihre Stimme oder eine Stimme geben. Wir wollen Leuten eine Stimme geben, die was zu erzählen haben. Und ich glaube, das haben wir in diesen 13 Folgen, die wir bislang produziert haben, auch wunderbar hinbekommen. Ja, genau. Also es gab ja, oder es gibt auch immer wieder, immer ganz viele Formate, in denen man jüdisches Leben in Deutschland präsentiert. Und uns war es eben wichtig, dass wir ein bisschen weg von dieser Antisemitismus-Schiene gehen, hin zu einem ganz gewöhnlichen, sage ich mal, Leben von jüdischen Menschen in Deutschland, wie sie ihr Leben gestalten, mit was für Problemen sie konfrontiert sind. Ich denke da vor allen Dingen an die Folge mit Hanna Arbeitmann, wie sie uns erzählt hat, wie sie ihr modern-orthodoxes Leben in Verbindung bringt mit ihrem ganz alltäglichen Leben, mit ihrem Job, was für Schwierigkeiten sie empfindet, wo sie sich Unterstützung wünschen würde. Das sind so Dinge, die man, ich sag mal, normalerweise nicht so häufig zu hören bekommt in der Medienlandschaft. Deswegen würde ich auch direkt mal sagen, hören wir mal rein, was Hanna uns so in dieser Podcast-Folge erzählt hat. Viel Spaß. Es gibt eben doch immer wieder die Momente, dass, selbst wenn das nur alle paar Monate ist, wo man rausgeht aus der Klinik und denkt, ja, und das hat heute einen Unterschied gemacht, dass ich morgens aufgestanden bin und zur Arbeit. Und man hat natürlich auch die Momente, wo man nach Hause geht und denkt, das hätte jemand anders besser gemacht.
Und das muss man aushalten. Und ich glaube, da gibt einem die Religion auch, wenn man den Bezug hat, sehr viel Halt, weil das ist sehr, sehr schwierig auszuhalten, diese Momente, wo man mit sich selber ehrlich sein muss und weiß, das habe ich nicht optimal gemanagt und das wird passieren, jedem. Aber es gibt halt auch immer wieder die Momente, wo man weiß, ich habe hier einen Unterschied gemacht, ich habe was gut gemacht oder ich habe es besser gemacht als das letzte Mal. Und das ist ein immenses Privileg. Oder? Tatsächlich nicht. Das habe ich noch nicht erlebt, das Bewerbungsgespräch mit Kisui Roche. Da, falls ich nochmal den Arbeitgeber wechsle, das ist eine interessante Frage, die ich mir auch manchmal stelle. Ich bin an den Job gekommen als orthodoxe Frau, aber noch unverheiratet. Ich bin auch, also damals hatte ich mich entschieden bei dem Klinikwechsel, dass ich das ganz offen kommuniziere und von Anfang an offenlege. Das war allein deshalb notwendig, weil ich gesagt hatte, ich suche mir bewusst eine Klinik mit einem Schichtsystem, das mir ermöglicht, Schabbat nicht zu arbeiten. Das heißt, ich musste das relativ früh kommunizieren. Und man, auch ohne Kisui Roche, man fällt doch auf durch die Kleidung. Also das ist erstaunlich, obwohl man sich ja als Klinikarzt jeden Morgen umzieht und die Arbeitskleidung trägt, die Kollegen kriegen das mit. Nach ein paar Monaten kommt der Erste und fragt, sag mal, trägst du immer Röcke? Und denkst, ah, interessant, ja, das fällt doch auf. Es fällt auf, dass man nicht alles isst oder fast nichts isst. Es fällt auf, dass man samstags nicht mit ausgeht und solche Geschichten. Das heißt, es war kein Outing mehr als religiöse Frau, das war schon längst klar. Ich war furchtbar nervös, als das anstand. Also ich hatte mit meinem jetzigen Mann, wir hatten über das Kisui Roche gesprochen und er war ganz, ich weiß noch, er sagte, er sagt nicht mal, was er sich wünscht, weil das meine Mitzwa ist. Und schon wenn er mir sagen würde, was er gut findet, ist da Druck da. Für mich war aber immer klar, sobald ich mich entschieden hatte, ich lebe religiös, das Kisui Roche, das gehört für mich dazu. Das ist was, was ich liebe. Was ich, eine meiner liebsten Mitzwa tatsächlich, die mir nie schwer gefallen ist. Aber dieser Moment, zu meinem Chef zu gehen und zu sagen, ja, ich muss noch was mit Ihnen besprechen, das war schon sehr beängstigend. Und tatsächlich bin ich in das Gespräch rein mit der Entscheidung, und wenn das nicht geht, dann muss ich mir eine andere Arbeit suchen. Das stand für mich. Also ich habe ihm das auch nicht als quasi als Frage gesagt, ob ich das mache. Ich habe ihm mitgeteilt, dass ich meine Haare bedecken werde und dass wir gerne gemeinsam überlegen können, in welcher Form das am besten ist. Und dann tatsächlich zu meinem eigenen immensen Erstaunen und also riesen Respekt an meinen Chef, aber das kam meiner Meinung nach auch ein Stück weit von Hashem, denn die Medizinerwelt ist eigentlich extrem konservativ. Er guckte mich nur ganz erstaunt an und sagte dann irgendwann so, ja, okay, aber was ich jetzt nicht verstehe, was hat das mit mir zu tun? Was ist jetzt mein Problem dabei? Und ich so, naja, wir müssen die Hygiene informieren. Ah ja, stimmt, das machen wir. Aber sonst? Ich meine, Sie machen, was sich, ich habe doch keine Ahnung, was man da auf den Kopf macht. Und Sie machen das, was sich für Sie gut anfühlt. Sie sollen ja hier auch authentisch auftreten können. Und damit war das von Chefebene erledigt. Das war immens. Und das war tatsächlich nicht das, was ich erwartet hatte. Und ich muss auch realistisch zugeben, ich weiß, dass das nicht bei jedem Chef so sein wird. Also da wirklich riesen Respekt und leider kann man da nicht davon ausgehen, dass das so gut läuft. Aber insgesamt habe ich tatsächlich die Erfahrung gemacht, egal ob jetzt Kisui Roche, Shabbat oder Kashrut, wenn man mit einem gewissen Selbstbewusstsein auftritt und mit einer gewissen Selbstverständlichkeit und bereit ist, da auch sich ein Stück weit zu öffnen, Dinge preiszugeben, dann wird das oft sehr viel besser aufgenommen, als wenn man versucht, sich irgendwie so durchzumogeln. Ich habe das Gefühl, die meisten Menschen haben ein unheimlich gutes Gespür dafür, wenn jemand nicht authentisch ist. Und wenn ich irgendwelche Ausreden finde, warum ich das jetzt nicht esse und das nicht mache, das schafft viel eher so ein negatives Gefühl. Also die Dienstplanung ist sicher komplizierter. Also das ist auch manchmal so die eine oder andere schlaflose Nacht.
Während sich die meisten, glaube ich, freuen, wenn irgendwie Pessach, Schavuot alles auf Wochenende fällt, kriege ich da Schweißausbrüche, wenn ich in den Kalender gucke, weil natürlich die Wochenenddienste irgendwie verteilt werden müssen. Und das schon sehr, sehr, sehr unangenehm ist, wenn man sagen muss, übrigens, also so ab März habe ich dann ungefähr 8 Wochenenddienste, die ich jetzt mal so gar nicht mache. Das ist teilweise ganz schön anstrengend und das geht auch nur, wenn man dann bereit ist, das anders auszugleichen. Also ich übernehme dann mehr Sonntage als andere insgesamt. Wenn jemand irgendwie einen Dienst tauschen muss, dann bin ich die Erste, die sagt, ja, ich helfe dir, weil ich einfach weiß, dass die anderen mir extrem entgegenkommen und weil ich da klar auf das Wohlwollen angewiesen bin. Das ist auch manchmal logistisch ganz schön aufwendig, das noch hinzukriegen. Unsere, glaube ich, erfolgreichste Folge war unser Gespräch mit Rabbiner Weingarten. Das ist natürlich auch so ein Thema, was die Gemüter hetzt. Wenn man mal an die Serie Unorthodox denkt, was fast schon Namensvetter ist von diesem Podcast hier. Aber auch nur fast. Und man weiß, wie erfolgreich diese Serie war und warum sie so erfolgreich war, dann sie triggert ja was in Menschen. Also diese Thematik triggert was in Menschen. Und das war einfach sehr interessant zu sehen, dass genau diese Folge die erfolgreichste von all den 13 Folgen war, die wir aufgenommen haben. Aber ich glaube, der Titel, wie wir sie genannt haben, Ich steige aus, warum Juden die Ultraorthodoxie verlassen, ist halt auch einfach so ein Name, der einem ins Auge springt und man praktisch mehr darüber erfahren will, was es dann mit dieser Geschichte auf sich hat. Ja, und auf der anderen Seite haben wir dann sozusagen Yossi, die Folge mit Yossi, unser Gespräch mit ihm, einmal Yeshiva und zurück, was auf den ersten Blick eine ähnliche Ausgangslage ist, ne? Also von religiös, teilweise streng religiös, hin zu weniger religiös oder gar nicht religiös. Ja, aber er hat ja erstmal die andere Seite genommen. Genau. Ne? Er hat die GU gemacht, er ist übergetreten zum Judentum, ist dann praktizierend geworden und hat sich dann dagegen entschieden. Also es ist im Prinzip so ein Mix aus den Folgen mit Rabbiner Weingarten und mit Rabbiner David Kraus. Also wo es es geht einmal um die eine Seite, ne, orthodox zu werden und dann um die andere Seite aus der Orthodoxie ein bisschen rauszugehen. Rabbinerseminar, ne, Yeshiva sozusagen, ja, Vollzeit, Tora-Studium nach dem Abitur. Viele, viele Stunden jeden Tag, Talmud, Tora, Halacha, alles. Das war so mein Leben. Und ich habe mich darin erstmal sehr, sehr wohl gefühlt. Also ich war sehr glücklich über diesen Lifestyle. Habe dann aber, und da beginnt jetzt sozusagen, da rollt der Ball jetzt zurück, nach ungefähr einigen Monaten, vielleicht einem Jahr oder so, wo ich da drin war, kamen immer wieder Situationen auf, dadurch, dass ich mich halt auch so viel damit beschäftigt habe. Ne? Man muss ja vorstellen, jeden Tag mehrere Stunden Talmud. Habe ich angefangen, ein paar Sachen so stutzig zu finden, merkwürdig zu finden beim Lernen. Zum Beispiel, wenn wir was gelernt haben und ich habe dann gesehen, die talmudischen Rabbiner machen irgendeine Aussage zu einem medizinischen Thema und dann google ich das später und das ist nicht so. Ja? Oder die machen irgendwas über Geschichte oder irgendwas über, also alle Sachen, die man so mehr oder weniger nachprüfen kann, ne? Geschichte oder medizinische oder wissenschaftliche Aussagen, schwierig. Also ich fange an zu googeln und ich merke, das passt nicht und das passt nicht und das passt nicht. Mit der Zeit, Jahr für Jahr, Monat für Monat, weg von meinem 21., 22., 23. Lebensjahr, sondern immer mehr jetzt hin zu da, wo ich mich in der Gegenwart befinde, ist die Antwort immer mehr geworden, dass nach meinem besten Wissen und Gewissen dieser Wahrheitsgehalt einfach nicht gegeben ist. Also dass die Geschichten so wie sie und das Narrativ und die Geschichten so wie sie in der Tora stehen einfach nach meinem besten Gewissen und Gewissen nicht so passiert sind. Und ich dementsprechend auch nicht glaube, dass die Gebote so gegeben sind und dass alles so passiert ist, wie es halt im orthodoxen Judentum dargestellt wird. Das war hart für mich selber zu realisieren, aber wie gesagt, ich habe ab meiner Jugend immer nach meinem besten Wissen und Gewissen gehandelt. Und deswegen bin ich auch diesen Weg damals reingegangen in die Religion, weil es mich geflasht hat und weil ich mich nicht davor gefürchtet habe, auch einen unkonventionellen Weg zu gehen. Und dementsprechend hatte ich jetzt auch kein Problem damit, wieder einen unkonventionellen Weg zu gehen und da auch wieder rauszugehen.
das sind eben diese Geschichten, die das Leben in Deutschland ausmachen, das Leben von Juden ausmachen. Es gibt Menschen, die sich eben für den einen Weg entscheiden und Menschen, die sich für einen anderen Weg entscheiden. Und es ist einfach enorm spannend, das hier in diesem Format in einer Staffel zusammenzufassen und mit den verschiedensten Menschen, mit den diversesten Menschen einfach zu sprechen. Es ist im Prinzip ja auch genau so, dass wir in diesem Podcast, in diesen ersten 13 Folgen jüdisches Leben in aller Vielfalt, in aller Offenheit und auch in aller Authentizität aufzeigen konnten. Und das ist einfach schön zu sehen, dass wir mit Leuten sprechen, die, wo jeder was anderes zu erzählen hat, die dann eine eigene Geschichte auch mitbringt. Und da haben wir einfach wirklich in diesem Podcast vielen Leuten ein Sprachrohr geben dürfen. Und das freut uns auch an dieser Stelle sehr. Und ich würde einfach sagen, dass wir jetzt mal in das Gespräch mit Rabbiner Weingarten, weil du es ja angesprochen hast, einmal reinhören, was er uns denn Spannendes erzählt hat. Ich glaube, wir wussten überhaupt nicht, dass wir irgendwie, kann man sagen, nicht normal sind oder nicht wie alle anderen sind. Natürlich wurde uns gesagt, dass wir die einzige richtige Juden auf der Welt sind. Alle anderen Juden haben das falsch. Und auch unter den Orthodoxen sind nur die Ultraorthodoxen, nur die chassidische Ultraorthodoxen die richtigen Juden. Wir hatten zum Beispiel nicht-jüdische Nachbarn, mit denen dürften wir nicht spielen. Wir hatten überhaupt keinen Kontakt mit Nicht-Juden, außer im Supermarkt oder in Tankstelle. Und Nicht-Juden wurden generell als etwas sehr Negatives gesehen. Vielleicht hat es schon einen Zweck, dass alles so abgesiedelt wird und nicht erzählt wird. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass es zu viel Informationen gibt, zu viele Sachen, was ich nicht mehr glauben kann. Und am Ende habe ich vollkommen mein Glauben an Gott oder an Judentum generell alles verloren. Und ich fand mich plötzlich in einer Situation, wo ich sagte, warum mache ich das eigentlich weiter? Ich glaube nicht daran. Ich merke viel Korruption innerhalb der ultraorthodoxen Gemeinde, was ich persönlich erlebt habe. Ja, dieser Podcast war ja von Anfang an für uns alle etwas ganz Neues und was ganz Besonderes. Ja, oder wie unsere ehemalige Kanzlerin sagen würde, der Podcast war Neuland für uns. War er definitiv. Und deswegen hatten wir auch von Anfang an mit ein paar, ich sag mal, Herausforderungen zu kämpfen, was Locations angeht. Was die Technik angeht. Ja, hier und da. Aber ich glaube, wir haben uns da weiterentwickelt. Das war auch irgendwie im Podcast deutlich zu sehen, dass wir immer besser wurden. Auch wir beide als Moderationsduo. Auch ganz ohne Eigenlob. Auch ganz ohne Eigenlob, genau. Und leider hat uns ja Rabbiner Wenikowski, der noch in den ersten Folgen unseren rabbinischen Input bereitgestellt hat. Ja, und uns generell tatkräftig unterstützt hat, genau, bei diesem gesamten Vorhaben. Absolut. Er hat ja leider Düsseldorf verlassen und ist zurück nach Mainz gekehrt. Seitdem ist Rabbiner David Kraus derjenige, der uns hier die rabbinischen Beiträge zur Verfügung stellen kann, was auch super spannend ist und was auch sehr viel Spaß macht. Und von daher sind wir sehr froh, dass wir 13 Folgen bis hierhin, beziehungsweise jetzt schon die 14. Folge produzieren durften. In meinen Augen ist die Aufgabe einer jüdischen Gemeinde, den Juden, die hier leben, einmal ein zweites Zuhause zu bieten, eine Umgebung, wo sie mit anderen Juden ihre Identität, ihre Anliegen, ihre Probleme besprechen und zusammen hoffentlich lösen können. Aber gleichzeitig auch natürlich Identitätsbildung. Das heißt, dass die Gemeinde dafür sorgen sollte oder müsste, dass eben auch eine jüdische Erziehung stattfindet. Und das ist der Grund, warum wir zum Beispiel in Düsseldorf eben sehr, sehr frühzeitig angefangen haben, hier einen Kindergarten und teilweise sozusagen Kindergarten schon ab dem Alter von eineinhalb Jahre zu öffnen, später die Schule und das Gymnasium, damit eben junge jüdische Menschen tatsächlich Aspekte der jüdischen Identität mitbekommen, ob das sozusagen einfach die Tradition, ob das die hebräische Sprache, Kontakt zu Israel und einfach die Werte des Judentums. Man ist in Israel halt einfach einer anderen Realität ausgesetzt, das sage ich auch ganz ehrlich. Man hört und sieht Soldaten überall, man fährt mit ihnen im Bus, man steht hinter ihnen in der Schlange, wenn es irgendwie darum geht, sich einen Kaffee zu holen. Man sieht Soldaten mit Gewehren in der Straße und
Das prägt einen schon, muss ich sagen. Und zudem hatte ich auch grundsätzlich, ich sag mal, also das, ich schwanke jetzt ein bisschen weiter aus, aber einfach um ein bisschen den Kontext zu verstehen, man fühlt sich in Deutschland, oder ich zumindest habe mich in Deutschland vor allem in meinen letzten Abi-Jahren nicht unbedingt sehr wohl gefühlt. In der Hinsicht, dass ich angefangen habe, meine jüdische Identität sehr stark zu hinterfragen und vielleicht auch herauszukristallisieren, was das für mich bedeutet. Und als ich nach Israel kam, war das natürlich erstmal ein kultureller Schock. Aber was ich vor allem in Israel gespürt habe, ist, dass ich dort nicht mehr so fremd bin. Also ich muss mich nicht immer wieder erklären, und was meine Jüdischkeit anbelangt. Und man ist nicht mehr so immer ich gegen die anderen oder ich als Außenstehende von den anderen, sondern man gehört irgendwie dazu. Und ich hatte nach dem Midrasha das Bedürfnis, dieses Gefühl noch ein bisschen weiter voranzutreiben oder das noch ein bisschen weiter auszuschöpfen. Und ich hatte den Eindruck, dass das in der Armee eigentlich eine ganz gute Gelegenheit ist, weil wo sonst ist man Teil einer Gemeinschaft, wenn nicht in der Armee? Also man sagt nicht umsonst, vor allem meine Kommandeure haben immer gesagt, so euer Zevet, also so eure Einheit, eure Gruppe, das wird eure Familie sein für die nächsten x Tage, x Wochen, x Monate. Und so war das auch tatsächlich. Man hat in der Armee, ich glaube, nirgendwo sonst habe ich so ein starkes Gemeinschaftsgefühl gespürt wie in der Armee. Man geht durch alle möglichen Phasen zusammen, durch gute, durch schlechte Momente, und man freut sich zusammen, man leidet aber auch sehr stark zusammen. Das muss man auch ganz klar sagen. Die Armee ist kein Zuckerschlecken. Aber in der Armee habe ich wirklich gemerkt, dass es sich gelohnt hat, länger in Israel zu bleiben. Eben sowohl was dieses Gemeinschaftsgefühl anbelangt, als auch eben die persönliche Entwicklung, ganz klar. Man lernt sich als Menschen von einer ganz anderen Seite kennen. Die eigenen Limits werden definitiv nochmal nach hinten gepusht. Also man ist grundsätzlich zu mehr im Leben fähig, körperlich und also physisch als auch emotional, als man sich das zutrauen würde. Was eigentlich auch ein ganz cooles Gefühl ist für auch nach der Armee. Also auch im Leben ist es immer, wenn man an einen Punkt kommt, okay, wow, jetzt wird's schwer, kann man immer auf die Erfahrungen aus der Vergangenheit zurückgreifen und man merkt, so man kann eigentlich viel mehr, als man sich zutrauen würde. Insofern war das wirklich eine sehr, sehr prägende Erfahrung, die ich auch nicht missen wollen würde. Ich könnte mir im Israel-Kontext keinen anderen Ort vorstellen, an dem man sich irgendwie mehr mit der Gemeinschaft und mit der Gesellschaft connectet, zumal man ja auch wirklich klar merkt, man leistet einen Mehrwert. Also natürlich nicht jeder steht mit dem Gewehr und beschützt die Grenzen so, aber trotzdem leistet man seinen Beitrag und trotzdem hat man eine gewisse Verpflichtung, und jeder Mensch auf der Straße, wenn man einen Soldaten in Uniform sieht, dann assoziiert man eben was mit diesem Menschen, und was man assoziiert ist, hey, das ist ein Soldat, der dient in der Armee des Landes, ja, und diese Armee beschützt und leistet nun mal einen Beitrag und einen Mehrwert für alle Israelis, unabhängig von Religion oder Herkunft. Klassische Beispiel, was immer wieder vorkommt, ist, wenn aus dem Gazastreifen Terroristen Raketen auf Israel abfeuern und Israel sich zur Wehr setzt, dann kommt große Schlagzeile beim Spiegel oder bei der Deutschen Welle oder beim Deutschlandfunk, kommt dann Israel bombardiert Gazastreifen. Ja, das klingt richtig schön, Zweiter Weltkrieg, die Nazis plätten gehen. Ne? Und danach in irgendeiner kleingedruckten Nebenzeile kommt dann als Reaktion auf Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen. Und das ist natürlich klassisch, womit man anfängt, und zwar mit Israel großgedruckt. Ja, dann ist allen klar, Israel ist schuldig, Punkt. Danach kommt bombardiert. Ja, das ist dann halt, das klingt nach wirklich übler Krieg. Und das dritte natürlich Gazastreifen und nicht Hamas-Terror oder Hamas-Terrorinfrastruktur oder artiges Vorgehen, sondern komplett ganz schon, das heißt Menschen. Ja, also in erster Linie, was halt der Otto Normalverbraucher versteht, ist, die israelische Armee bringt hier Menschen um und ist schuldig. Wir haben natürlich ganz viel über jüdisches Leben hier in Deutschland gesprochen. Allerdings denjenigen, die diesen Podcast regelmäßig hören, ist bestimmt aufgefallen, dass wir auch das eine oder andere Mal über den Staat Israel gesprochen haben oder auch über die israelische Armee. Genau, aber es ist halt zwangsläufig so, dass so gut wie jeder Jude oder jede Jüdin ja einen sehr engen Bezug zu Israel einfach hat. Das gehört einfach dazu, ne? Ja. Genau, es ist geschichtlich hat es einfach einen engen Zusammenhang, und so gut wie jedes Gemeindemitglied hier bei uns oder jeder Jude in Deutschland oder jede Jüdin hat Familie in Israel. Also es gibt einfach diesen engen Bezug zum Staat Israel. Auf den verschiedensten Ebenen.
Deswegen war es auch sehr naheliegend, dass wir den Staat Israel eben auch in unserem Podcast, ja, dass der Staat Israel Gehör findet. Ja, und das war uns eben wichtig, das mal aufzuzeigen. Weil das hört man ja oft in den Medien, ja, ich bin Antizionist oder gegen die Politik Israels, aber ich bin gar nicht antisemitisch und das ist nichts Antisemitisches. Aber oft ist es leider so, dass es doch antisemitische Tendenzen in dieser Diskussion gibt. Und das war einer der Gründe, warum wir genau diese Gespräche mit genau diesen Menschen führen wollten. Ja, wir haben ja mit Ari gesprochen und da ging es ja eben genau um diese Verzerrung, vielleicht bewusste Verzerrung von deutschen Medien, wenn es eben um Israel geht. Weil es immer wieder der Fall ist, dass Medien praktisch Inhalt so verzerren und so verschieben, dass Israel letztendlich das Feindbild ist. Genau. Und das wird immer wieder aufgenommen in unserer Gesellschaft und das ist sehr problematisch und deswegen war es uns wichtig, mit Ari darüber zu sprechen. Wie eingangs erwähnt, ist das hier die letzte Folge der laufenden Staffel und es stellt sich natürlich die Frage, wie geht es nach dieser Sommerpause weiter mit uns? Es geht natürlich weiter mit uns. Nach dieser kleinen Sommerpause werden wir zurückkehren mit spannenden Inhalten, mit spannenden Folgen. Ausschließlich spannenden Folgen. Absolut. Mit tollen Gesprächspartnern und wir freuen uns einfach auf alles, was noch kommt. Ja, und wenn ihr Anregungen, Tipps, Kritik habt, Ideen für Gesprächspartner, dann sind wir sehr offen dafür und würden uns freuen, von euch zu hören. Kontaktiert uns per E-Mail, per Facebook oder Instagram. Wir freuen uns auf euch und hoffen, dass ihr Spaß hattet und würden uns auch natürlich sehr freuen, euch bei der nächsten Staffel wieder zu begrüßen. Und wir wünschen euch eine schöne Sommerpause. Bis dahin.